Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fiesta mit der Jenny. Hallo. Und mir. Hallo. Ja, und wir kloppen noch ein paar Juwis. Und, ja. Ja, und kloppen halt ein paar Juwis, bis Gordi losgeht. Und sammeln Schatullen. Aber wir haben ja zwischendrin schon ein bisschen Offscreen gemacht gehabt, ne? Also da ist ja schon ein bisschen Prozente mehr drin. Eins. Aber ist egal. 1% ist 1%. Nee, ich glaube, wir hätten mit, weiß gar nicht, mit 50 aufgehört. Und jetzt habe ich knapp 60 oder über 60. Ich weiß es gar nicht. Ich kann es das so gar nicht sagen. Wann jetzt? Heute? Nee. Beim letzten Mal. Wir hätten ja beim letzten Mal nach der Aufnahme noch ein bisschen weitergemacht gehabt, wo wir noch ein bisschen erzählt hatten. So ein bisschen, sag ich ja. Das ist mehr oder weniger uninteressant gewesen. Aber macht ja nichts. So, Kisten hast du? Ich hab, weiß ich nicht. 9. Ja, gib ruhig ab. Ist nicht so schlimm. Nee, nur 14. Ach so. Die Kisten sind ja eh eigentlich so gesehen nur nebensächlich. Die sammelt man halt mit, wenn man sowieso schon am Sammeln ist. Oder am Kloppen ist, daher ist das egal. Ich glaube, mit 88 müssen wir auch noch Juwis machen, kann das sein? Mhm. Und mit 89, was war das? Feuernixen? Waren das schon die Feuernixen mit 89? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Sind die Feuernixen mit 90? Hm? So, nee. Nee, ich meine die in der Mine. Ich meine die in der Mine jetzt. So, also nicht in der Mine. Lodernden Mine? Lodernden Mine ist das, glaube ich, ja. Genau, Lodernden Mine. Kann sein. Hm. Ich bin mir jetzt aber auch nicht so zu 100%, aber egal. Ist ja egal, wir machen das, was wir machen müssen. Aber ich freue mich schon einfach. Ich meine, ich spiele Fiesta gerne, aber ich mag diese ganzen WDHs eigentlich nicht so. Muss ich sagen. Ist ein bisschen nervig. Auch Bäume abgeben. Jupp. Wenn man die zumindest nicht so oft machen müsste, weißt? Ja, so ein Level oder so. Hm. Halt immer mal eine andere WDH, nicht immer, ne? Es gibt so viele verschiedene Gegner. Da kann man ruhig mal so ein paar verschiedene WDHs reinbringen. Und nicht wundern, den Clary da hinten habe ich schon eingeladen in die Gruppe, aber die ist bereits in der Gruppe. Hm. Daher. Aber sie macht das halt alleine. Warte mal. Ich habe sie bloß eingeladen. Ich schreibe sie mal an. Oh, nö. Okay. Zu spät. Aus dem Bilde. Später, wenn wir sie nochmal sehen. Wir wollen ja um 20 Uhr in Gordi, wenn wir reinkommen. Mein Server ist wieder voll belastet, ne? Auf hoch. Und dann ist das ein bisschen schwierig, aber sonst. Naja, werden wir hinkriegen. So, heute nehmen wir auch mal wieder ein bisschen mehr auf. So die eine oder andere Folge mehr. Auch wenn es im Endeffekt alles wahrscheinlich Juwis sein werden. Hm. Und Gordi. Und Gordi. Aber hauptsächlich Juwis. Aber egal, es muss ja gemacht werden. Es führt ja keinen Weg dran vorbei, ne? Na gut, okay, wir könnten questen, aber dann würden wir an irgendeiner anderen WDH hängen, die dann genauso nervig ist, ne? Ja. Ach, die muss man ja immer wieder so annehmen. So. Wobei ich finde eigentlich die 30, die gehen schnell. Ja. Ich finde jetzt auch nicht, dass wir lang dafür brauchen. Es ist halt bloß nervig, dass wir die nicht pulle können, weißt? Wenn du die pullen könntest, da wärst du so schnell fertig mit denen. Du müsstest, naja, ich meine, du ziehst dir die mit und dann drei, die paar Schläge, die du für die Juwis brauchst, ist ja jetzt auch nicht wirklich die Welt, ne? Mhm. Aber, naja, man kann halt nicht alles haben, ne? Wie man so schön sagt. Ja, ich fand... Also damals fand ich die Kidmon schlimmer. Weil die immer, also ich hab sie irgendwie immer verfehlt oder so. Nicht in Reichweite gehabt.
Weißt du, was ich meine? Alter, was ist das? Zaubergegenstand Tod mit einem Treffer der Kreuzritter. Einzigartiger Level 4 Zaubergegenstand. Chance auf Töten mit einem Treffer bei Angriffen auf Kreuzritter. Du bist ja kein Kreuzritter. Nein, nein, auf Kreuzritter. Wenn ich gegen PvP, gegen den Kreuzritter kämpfe, Oh. habe ich die Chance, warte mal, gewährt eine 0,8%ige Chance, Kreuzritter mit einem Treffer tödlich zu treffen. Cool. Das hat schon was. Stell dir mal vor, kämpfst gegen einen Kreuzi auf dem, auf Cap, ne? Und du selbst mit 87 triffst rein zufällig bei den 0,8%, ne? Mit einem Schlag und der Kreuzi ist platt. Batsch. Was meinst du, was der für eine Fresse zieht da auf einmal, ne? Der denkt sich auch, hä? Bin ich hier vom Zug überfahre Woche? Wo ist das? Auf deiner Waffe oder was? Nö, nee, das habe ich eben aufgesammelt. Oh. Ja, ich meine, warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Ach Scheiße. Ach. Ich wollte eben schon sagen, Scheiße, ich hab vergessen abzugeben. Ne. Das war gerade der letzte. Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade letzte. Wie unhöflich. Gerade eben über was nachgedacht, was sich bei uns eigentlich gar nicht lohnen würde. Dann. Ja, was jetzt nicht lohnen würde, das stimmt so nicht, ne? So ein Fan-Treffen hier im Spiel. Haben wir schon mal probiert. Wir hätten das schon mal gemacht, ja. Da waren jetzt nicht so viele da, so drei, vier Leute waren da. Aber da waren wir ja auch noch ein bisschen kleiner. Ich meine, da hatte ich ja gerade mal so 250 Abonnenten oder sowas, ne? Was machst du? Ach, die Schachteln abgeben. Guck mal, lauf mal hier mit mir, bitte. Ah, was ist das für ein Outfit? Von der Blutbox. Oh, warte. Ich habe gedacht, komm, heute tun wir mal ein bisschen länger spielen. Ach, das geht ja einen Tag. Oh ja, jetzt sind wir Polizisten. Lol. Cool. Wir sind Cops. Naja, okay. Oh, folget mir mal bitte. Folget, danke. Noch ein Stück. Ja, das ist Bringt so auch blöd. was, ne? Was bringt ihr? Plus 2% Zielgenauigkeit, plus 5% Schaden, Oh. 5% magischer Schaden. Oh, okay. Ja. Siehst du mal, habe ich gar nicht gesehen. Ist cool. Das ist ja nice, ne? Aber wir sind ja auch Polizisten, wir müssen ja auch stark sein, ne? Ja, nochmal zurück zum Thema. Wäre das so was Interessantes so für euch? Ah, guck mal. Gerade weil ich von ihr spreche, weil Mila-chan hatte nämlich erst letzte Woche ein Fan-Treffen. Hi du. Na? Alles klar. Ja, Mila-chan macht nämlich auch YouTube-Let's Plays von Fiesta. Deswegen. Guck mal, 76. Noch 11 Level. Dann können wir zusammen spielen, weil aufnehmen können wir ja auch so schon zusammen. Gibt noch ein Smiley hinterher. Fühlt euch hungrig? Ja? Okay. Kann passieren. Yay. Digga, guck. Von mir aus immer gern.
Ich hab Ja, weil. vier Stück Kuchen gegessen. Okay. Naja, drei Stück und Muffin. Ne? Bist auch gerade mit in der Aufnahme. Ja, ich muss sagen, so viel habe ich. Ich habe einen Erdbeerkuchen gegessen. Ich habe einmal eine Torte gegessen, was bei mir ja sowieso eine Verwunderung ist, dass ich Torte esse. Aber die war lecker. Nee, fand ich nicht. Ich fand die Erdbeercreme in. Oh, schade. Das wäre mein letztes Oh, gewesen. sorry. Die Erdbeercreme in der Torte, die fand ich war zu hart. Die hat mir nicht geschmeckt. Ja, okay. Naja, bei unserer Geschwindigkeit kann das eh noch ein bisschen dauern. Ja, und der Fondant, den mag ich ja sowieso nicht. Ich esse ja sowieso nicht gerne Fondant. Ich finde das Babsis, das Zeug, das ist nichts für mich. Aber ansonsten, der Biskuitbrotkuchen, also der Boden war gut. Aber die Erdbeertorte war gut. War ja bloß der Kuchen. Ja, aber gut. Ich finde es schön, dass es schon Erdbeerkuchen gemacht. Sind ja noch sehr teuer. Ja, vor alle Dinge, momentan kommen sie noch alle aus Spanien. Ich meine, ich habe so gesehen keine Probleme mit den spanischen Erdbeeren, weil die sind auch ganz gut, allerdings sind die halt sehr wässrig. Ne? Die sind noch nicht so richtig ausgereift. Ja. Die werden halt auf Schnellzucht gemacht, ne? Ja. Ich meine, ich komme aus dem Verkauf, gerade mit Obst und sowas kenne ich mich ein bisschen aus, ne? Und da sind wir doch die Deutschen oder die ja, Pfälzer Erdbeeren sind wir doch dann am liebsten, muss ich sagen. Ich habe jetzt extra Pfälzer gesagt. Ich hab's gerade gedacht. Weil sonst weiß keiner, was sind Pfälzer Erdbeere, ne? Muss man ja als Mal dazu sagen, weil der ein oder andere von unseren Zuschauern, der versteht ja als Mal kein Wort, was ich sage. Bitte? Kriegt man nur in der Pfalz Pfälzer Erdbeeren oder kriegt man einen? Nee, die kriegt man, glaube ich, überall. Baden-Württemberg? Ich denke schon. Der Gordi. Oh, stimmt. Da war was. Yay! Schnell teilnehmen. Yay! Aber boah, die ist voll. Gange. Erfolgreich. Okay, wir sehen uns danach, Gordi, wieder. Bis dahin gleich. Tschüss und hallo gleich. So, und damit ein. Nee, halt. Falsch. Nein, wir haben hier bloß einen Cut reingesetzt. So, wir machen weiter. Wir haben eben Gordi hinter uns gelassen und wurden hier schön direkt in eine neue Gruppe eingeladen. Und machen jetzt ein paar Juvis. Man sieht es auch schon, wir haben schon ein paar Prozente gemacht. Und ich wollte die Folge nicht mit einem so abruptem Ende beenden. Weswegen ich hier jetzt einfach nochmal kurz sage, danke fürs Zuschauen. Wir machen noch ein bisschen weiter mit den Juvis und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und haut rein. Tschüss.